oder so, gehe ich wieder zurück auf Google. Und kommen mit einer sehr, sehr geringen Wahrscheinlichkeit jemals wieder auf deine Seite. Und das ist ein springender Punkt. Und das machen viele nach wie vor immer noch verkehrt. Die machen nämlich eines nicht. Und das ist Retargeting. Das schreibe ich hier mal ganz kurz rein. Und Retargeting ist nichts anderes, als wenn ich jemanden per telefonische Kaltakquise, also wieder hier der Vergleich zur telefonischen Kaltakquise, anrufe, mit dem spreche und der sagt, naja, aktuell, ich finde es ganz interessant, was Sie machen, aber aktuell habe ich keinen Bedarf. Ja, und die Wahrscheinlichkeit ist auch gegeben, denn ich habe jetzt das erste Mal mit ihm gesprochen, ich habe keine Ahnung über seinen Status quo, ich habe ihn noch null qualifiziert und er sagt zu mir, okay, ich habe aktuell keinen Bedarf oder kein Interesse. Aber das bedeutet nur aktuell, vielleicht in 2 Wochen, 2 Monaten, 2 Jahren hat sich die Situation geändert. Und ich rufe ihn dann nochmal an. Das heißt, Retargeting ist nichts anderes wie die Wiedervorlage bei der telefonischen Kaltakquise. Ja? Das ist nämlich hier bei der telefonischen Kaltakquise, das ist letztendlich die Wiedervorlage.